warte mal, haben wir noch. Was haben wir denn noch im Inventar? Das ist ja eine Kiste. Können wir mal gucken, vielleicht können wir direkt noch ein paar Quests rausschmeißen wieder. Was wir weg haben, haben wir weg. So. Gehen wir mal gucken. So. Rote Beete, haben wir nur Bündel. 10 bräuchten wir. So. Dann kriegen wir immer noch eine rote Beete raus. Verlieren wir zwar ein bisschen Watt, aber naja, was halt. So. Aber dann haben wir schon mal eine Quest hier weg. Da haben wir noch eine rote Beete. Zack, Quest erledigt. Siehst du, haben wir schon wieder eine Quest fertig hier. So. So, nee, ansonsten haben wir nichts. Ahornholz. Nee, haben wir nur Weiden. Okay. Naja gut, aber wir können auch wieder mal Speedfolgen machen. Da können wir ja auch farmen. Und da werden wir auch von den höheren Sachen schon ein bisschen was mitfarmen. Da kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zusammen. So. Okay. So. Dann. Müssen wir die doch abgeben können. Für Police Layton. Ach, da unten. Ich hab nach dem gelben Haken jetzt gesucht. So, Klassenhalle. Na, bin ich mal gespannt hier. So. Zack. Abgeschlossen. So. Ein Abzeichentitel haben wir. Wo sieht man das eigentlich? Gehen wir dann da in Front 9. Ah, guck mal. Bitte Titelgegenstand einfügen. So. Verwendung. Nutzung erfolgreich. Ah. Reputation. Wenn die Reputation bei 100% liegt, verbraucht 50% und hält die Ausrüstungsabzeichen den Effekt um 100%, hält eine Stunde. Okay, Verwendung. So. Ah ja. Da kriegen wir dann neue Titel hier, okay. Ach guck mal, das baut sich mit der Zeit selbst ab hier. Na, ist ja so okay. Okay. So. Okay. Da werden wir mal auch mal auf Titeljagd gehen, ne? Aber da werden wir noch ein bisschen Zeit brauchen, bis wir da hinkommen. Okay. Ja, da gibt es dann verschiedene Titel, die dann dreimal hintereinander K.O. Okay. Was
die vom Spieler persönlich beim Krieg der Welt erzielte Punktzahl erreicht das Maximum von 831.600. Ja. Okay. Ja, da gibt's so ein paar schöne Titel hier da. So. Oh, die bringen teilweise schon richtig gute Bonis hier. Feuermagiekraft, guck mal. Bringen aber nicht alle Boni, ne? Oh, doch. Questtitel aber nicht. Oh, doch, die bringen. Oh, 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 oh. Die bringen doch. Hallo, hallo, hallo. Ankelons Forschungsnotiz. Müssen wir noch ein bisschen was machen hier. Oh, guck mal, die bringen ja alle schon so viel. Einzeltitel. Erwerb die folgenden Titel. Okay. Gönner der Firius-Werkstätten. Guck mal, das ist sogar ein Titel, den könnten wir noch fertig machen. Gönner der Firius-Werkstätten. Okay. Da gäbe es gleich mal 400 Leben und 240 Verteidigung dazu. Firius-Werkstätten. Warte mal. Müssen wir gerade mal gucken hier. Was müsste die da sein? Das müsste die sein. Handeln. Ach, das sind die Handlungsquests. Okay. Da müssen wir direkt mal gucken. Da gehen wir direkt mal gucken. Da können wir nämlich direkt mal schon mal einen fetten Titel reinpacken. Das ist nicht gerade zu verachten hier. 400 Life mehr, 240 Verteidigung mehr. No, lässt sich was anfangen mit. Sorry für die kleine Unterbrechung, aber da gehe ich jetzt mal gucken. Das will ich jetzt mal wissen hier. So, Loga, genau. Zack. So. Achso, dann brauchen wir Zinkerz, Eschenholz. Bergteufelgras. Pfeile und die Steine. Gehen wir mal gucken. So. Schauen wir mal, was das kostet. Wenn es zu viel kostet, dann gehen wir es jetzt schnell von Hand farmen. Ja, nee, ist klar. Pfeiler. Wir gehen erstmal die Quests holen, gucken erstmal, was wir da brauchen. Bevor wir da jetzt alles zusammenschustern wollen. Und am Ende wissen wir gar nicht, was wir benötigen. Ich glaube, dann müssen wir jede Quest einmal erledigen, dann haben wir den Titel. Bin mir allerdings nicht mehr ganz sicher, ob das so war. Aber das können wir ja rausfinden. Aber der Titel wäre natürlich eine feine Sache, ne? Hey Leute, wie geht's? Da hätten wir mal einen richtig guten Titel jetzt. Schauen wir mal. Und wenn ihr Lust auf Let's Plays von uns habt, schaut einfach entweder hier vorbei, so. Hier wird ein Link eingeblendet, oder in der Beschreibung findet ihr einen Link zu unserem Let's Play-Kanal, oder am Ende dieses Videos kommt nochmal ein Link, also ihr verpasst das nicht. Einfach draufklicken und jeden Tag gibt es neue Let's Plays. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bei dem so. Neuen Video. Es geht um Minecraft und ich wünsche euch viel Spaß, das habe ich schon gesagt. Tschüss! So, schauen wir mal. Mojang, danke dir. Mojang, na, na. Handel mit Steinen. Holzpfeile. So, Zinkerz. Da kriegen wir dann auch Anerkennung. Ach, meine Questliste ist doch voll.
habe ich vergessen. So, warte mal, den kann man mal rausschmeißen. Das sind ja alles die Dailies. So. Die können wir eigentlich auch mal rausschmeißen. Die kann man ja wiederholen in Loga. Tambourin, Rasse, so. Gitarre, zack. Die tragen wir nämlich die ganze Zeit spazieren hier. So. Okay. So. Ja, das Zingerz und so, das gehen wir jetzt schnell selbst farmen. Das dauert ja nicht so lange. Das sehe ich jetzt nicht ein, das große Auktionshaus da einzukaufen. Bringt ja nichts. Die Pfeile und die Steine gehen wir schnell im AHA holen. Und unter das Deck werden wir da irgendwie noch zusammenschustern können. Huh? Aha. Was ist das jetzt Neues? Gesamte Menge. Je höher die gesammelte Menge, desto höher die Chance auf einen zusätzlichen Bonus oder eine Belohnung. Aha. Hm. Okay. Mal was ganz Neues, ja. Hm, dürfte für die Farben folgen, für die Speed folgen interessant werden. Na, da bin ich mal gespannt. So, huch. Kriegen wir hier lauter Bonis. Erhöht die Sammelgeschwindigkeit um 5%. Okay. Also, das ist jetzt interessant hier. Okay. Ja, so langsam wird's interessant hier. Erhöht die gesammelte Menge. Naja, nicht wirklich im Moment. Achso, oder ist damit gemeint, dass wir länger von einem Block abbauen können? Das kann natürlich auch sein. Hm. So, was gibt's die Bonis? Hm. Habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Gut, ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich habe die Patch Notes jetzt gar nicht mehr durchgelesen. Schon eine ganze Weile nicht mehr. Was haben wir denn jetzt? Den Sammelerfahrungsgewinn um 20%. Ah, ja. Jetzt sind wir da schon auf Stufe 2, jetzt geht das 10% schneller. Aha. Das steigert sich also immer weiter. Und es gibt dann immer neuere Bonis. Ah, interessant. Das ist gut zu wissen hier. Durch das aussieht, kriegen wir alle 10 Stacks, gibt es dann einen weiteren Boni. Bonis erhöhen sich, wie auch immer. Ist wie gesagt für die Farmfolgen ganz interessant. Ja, mal schauen. Bin mal gespannt, wie weit wir es da prügeln können. So. Probier dich doch an meinen Texten, bevor ich sie dir hinlege. Aber du wirst nicht den Sinn kapieren, bevor ich es nicht erzähle. Auf keinen Fall lasse ich mich von euch stoppen. So, mal gucken, jetzt haben wir gleich 30. Tatsächlich erhöht sich dann. Sammelgeschwindigkeit um 15% erhöht. Geht das ja wesentlich schneller hier mit Farben. Da kannst du ja richtig flott farmen gehen hier. Hm, interessant. Na, dann schauen wir mal. Jetzt haben wir ja gleich 40 Stacks zusammen. So.
fehlt ja 10 Minuten, dann können wir Cyanid aber nur noch. Ne, das machen wir jetzt nicht. Ich will jetzt gerade die Teile hier sammeln für die Firios-Werkstätten, damit ich den Titel bekomme. Weil, wie gesagt, 400 Live, 240 Death mal eben so geschenkt bekommen, ist nicht gerade von der Hand zu weisen, ne? Ne, also können wir auf jeden Fall brauchen, können wir mitnehmen. Ah. Sammelerfahrungsgewinn. Erfahrungsgewinn. 42 Stacks haben wir jetzt. So, erledigt. Nächstes. 4 Sekunden dauert es.